Studenten, die nicht mindestens einen der 2G-Punkte erfüllen können, werden vom Studium ausgeschlossen. Mitarbeitern droht man mit der Einstellung der Gehaltszahlung. Und das gerade an der WU, einer Universität, die sich wie kaum eine zweite österreichische Universität die Prinzipien von Meinungsvielfalt, Diversität und Inklusivität auf die Fahnen geschrieben hat. Im Code of Conduct der WU heißt es wortwörtlich: Unterschiedliche Ansichten sollen nebeneinander bestehen dürfen. Dadurch lernen wir, erweitern unseren Horizont und verändern Sichtweisen. Wertschätzender Umgang mit allen WU-Angehörigen, insbesondere auch jenen, deren Standpunkte nicht den eigenen entsprechen, ist für uns daher selbstverständlich. So sieht für die WU also wertschätzender Umgang aus? So sieht für die WU also Toleranz gegenüber Andersdenkenden aus? Und wenn die Maßnahme zumindest nur vordergründig der Motivation der bisher Ungeimpften dient, so betrifft uns die zugrunde liegende Geisteshaltung der einschlägigen Entscheidungsträger in der Regierung alle in gleichem Maße. Geimpfte, Ungeimpfte, Genesene, Gesunde, Ungesunde. Oder wer garantiert einem doppelt, dreifach, vierfach, x-fach Geimpften, dass er nächstes Semester noch auf den Campus darf, wenn er sich seinen x-plus ersten Stich nicht abholt? Ja, und so schnell geht das, so schnell können sich Verhältnisse ändern. Und ich kann mich noch gut erinnern, als wir im vergangenen Jahr genau von diesen 2G-Entwicklungen gewarnt haben. Im letzten Jahr haben auch Studentenvertretungswahlen stattgefunden, die Wahlen zur österreichischen Hochschülerschaft. Alle 2 Jahre wird er gewählt mit einer sehr niedrigen Wahlbeteiligung von rund 15%, demokratiepolitisch natürlich sehr bedenklich. Und da haben wir schon uns im vergangenen Jahr dazu entschlossen, mit dem Spruch, studieren ist kein Impfprivileg, in den Wahlkampf zu starten. Und wir haben das deshalb gemacht, weil wir diese Entwicklungen, wie wir sie heute in der EU sehen, schon kommen gesehen haben. Und da haben uns die Leute als Verschwörungstheoretiker, als Apokalypsenprediger und schlicht als Lügner bezeichnet. Und heute, ein Jahr später, kann jeder von euch das begutachten, wer hier gelogen hat und wer die Wahrheit gesprochen hat. Liebe Studentinnen und Studenten und natürlich auch Professoren, die heute hier unter uns sind. Liebe Freunde der Freiheit und Kämpfer für das Recht auf Bildung in diesem Land. Auch von mir natürlich zuallererst ein herzliches Willkommen zur heutigen Demonstration gegen das, und ich kann es nicht anders bezeichnen, gegen das 2G-Unrechtsregime, was ab kommenden Semester hier an der WU eingeführt werden soll. Schön, dass ihr da seid. Danke für euer Kommen. Danke vor allem auch, dass ihr nicht nur trotz des stürmischen Wetters heute hierher gekommen sind, sondern trotz möglicher negativer Konsequenzen für euren Beruf oder eurem Studium. Und es ist traurig, aber wahr, aber wir haben dank der Spaltungspolitik dieser Bundesregierung mittlerweile ein Klima in diesem Land erreicht, dass man sich schon fürchten muss, seinen Job zu verlieren oder gesellschaftlich geächtet zu werden, wenn man es wagt, eine andere Meinung zu haben oder diese auch noch öffentlich auszusprechen. Und genau das konnten wir leider Gottes nur allzu gut in den letzten Monaten bei zahlreichen Ärzten und Wissenschaftlern beobachten, die, nur weil sie es gewagt haben, einen Brief gegen die Impfpflicht zu unterschreiben, vom Ärztekammerpräsident Sekeresch nicht nur mit Disziplinarverfahren verfolgt wurden, sondern von ihren Universitäten auch noch gefeuert wurden und auch aus ihren Schulen genauso. Und ich sage euch, das ist eine Schande in diesem Land, dass wir es mittlerweile so weit gebracht haben, sehr geehrte Damen und Herren. Offenbar ist Corona und die Impfung mittlerweile zu einer Art Glaubensfrage geworden. Entweder du bist Gläubiger der Regierungslinie und all ihrer Maßnahmen, oder du bist ein Ketzer und sollst beruflich geköpft werden. Oder, und was wir auch viele von uns, die vielleicht schon bei anderen Demonstrationen waren, miterleben mussten, oder du wirst als Corona-Leugner, Schwurbler, Rechtsextrem oder noch viel schlimmer als Nazi diffamiert. Sehr geehrte Damen und Herren, ich sage dazu, ich halte das für unerträglich, diese Vorgehensweise.